Alemannia Aachen sehnt sich nach dem ersten Saisonsieg in der Regionalliga West. Der soll gegen den SC Wiedenbrück kommen. Das Ganze vor der wiedereröffneten Werner-Fuchs-Tribüne. Erstmals seit dem 1. Februar 2020 stehen dort wieder Fans der Alemannia. Einige von ihnen werden aber langsam ungeduldig. Nicht zuletzt nach dem enttäuschenden 0:0 gegen den KFC Uerdingen. Der Gegner am Freitagabend ist aber ein denkbar schwerer. Die Gäste haben die letzten drei Partien für sich entscheiden können. Zuletzt mit 3:1 gegen den Bonner SC. Auf die Alemannia wartet also eine große Aufgabe vor 4000 lautstarken Zuschauern. Doch Alemannia startet gut in die Partie. Die erste Chance durch Yannick Mause, der zwei der drei Tore von Alemannia in dieser Saison erzielt hat. Nächste Chance, Freistoß von links. Eigentlich eine Hereingabe, doch die rutscht irgendwie an dem Pfosten von Marcel Hölscher. Alemannia Aachen ist ganz nah dran an der Führung. Dann kommen die Gäste aus dem Kreis Gütersloh, Ballgewinn im Mittelfeld und der Pass auf Sahid Arous. Und der hat die Option mit Benedikt Zahn, doch der wird Opfer des rutschigen Geläufs auf dem Tivoli und verpasst sein zweites Saisontor. Großes Glück für das Team von Patrick Helmes. Dieses wiederum kommt durch einen Freistoß nach vorne. Dieses Mal ist es eine Hereingabe. Es wird chaotisch. Hölscher verschätzt sich. Die Abwehr in Weiß verhindert aber Schlimmeres. Wiedenbrück bleibt aber ungefährlich. Ein Großteil der ersten Halbzeit spielt sich in der Hälfte der Gäste ab. Gartner mit dem perfekten Pass auf Yannick Mause. Der verschafft sich Platz. Am Ende fehlt die Präzision. Eine Ecke gibt es ebenfalls nicht. Trotzdem mausert er sich zum besten Feldspieler bei Alemannia Aachen hoch. Die erste Halbzeit ist rum, 0:0 zur Pause. Die Gastgeber waren teilweise sehr nah dran an der Führung. Das Glück ist der Alemannia allerdings nicht hold. In Halbzeit 2 kippt die Partie. Wiedenbrück wird besser. Zahnen mit einem gefährlichen Querschläger. Den Kopfball kann Gartner nicht abfangen und dann die Chance für Böhmer. Joshua Mross ist zur Stelle, die Chance aber noch nicht vorbei, weil Kapta mit dem ganz feinen Füßchen den Ball noch drinnen hält. Aber Mross ist wieder zur Stelle und rettet mit allerletzter Kraft. Er wird immer wichtiger und avanciert zum besten Mann auf dem Platz. Weiter Wiedenbrück. Alemannia steht kriminell offen in der Verteidigung. Brozowski scheitert. Wiedenbrück reklamiert auf Handspiel. Das vergebens. Die Chance bleibt aber. Lukas Demming mit dem Dribbling und dem Pass auf Niklas Seleschuss. Doch der jagt den Ball am Kreuzeck vorbei. Die letzten 5 Minuten laufen. Demming macht ordentlich Dampf auf der linken Offensivseite. Er schlägt die Flanke rein und dann wird es richtig kurios. Mross rutscht der Ball durch die Hosenträger und von dort aus geht der Ball ins eigene Tor. Bitterer kann ein Abend nicht enden. Wiedenbrück ist außer sich. Sie haben in der zweiten Halbzeit mehr gemacht. Die Art und Weise ist trotzdem kurios. Die Geschichte von Joshua Mross ist mehr als tragisch. In der ersten Halbzeit kaum gefordert, in der zweiten Halbzeit dafür der beste Mann auf dem Platz. Und dann dieses Arndt-Zeigler-Gedächtnistor. Bitter, aber irgendwie auch ein Sinnbild der bisherigen Saison bei Alemannia Aachen. Danach ist Schluss. Alemannia Aachen verpasst einen Punkt und bleibt weiterhin ohne Sieg am unteren Tabellenende. Der SC Wiedenbrück feiert den 4. Sieg in Folge und macht es sich im oberen Tabellendrittel gemütlich. Die Einschätzung zum Spiel liefert der Trainer der Sieger, Daniel Brinkmann. In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich fand, dass Aachen sehr gut ins Spiel reingekommen ist. Wir waren vielleicht ein Stück weit nervös, haben uns ein bisschen beeindrucken lassen, auch im Stadion und den Zuschauern. Aachen hatte dann auch die ersten Top-Chancen. Ich finde dann aber, dass das nach einer Viertelstunde ungefähr gekippt ist, bis neutralisiert, würde ich mal sagen. Und insgesamt hatten wir dann auch in der ersten Halbzeit noch zwei, drei hundertprozentige Torchancen, wo einer von drin sein muss. Ich denke, wenn es zur Halbzeit 1-1 oder 2-2 steht, ist es auch okay. Aufgrund der zweiten Halbzeit sehe ich uns als verdienten Sieger, weil ich der Meinung bin, dass wir sehr viel investiert haben im Anlauf in vorne. Wir haben ein gutes Ballbesitzspiel gehabt, eigentlich im ganzen Spiel haben die Ruhe gehabt am Ball, haben uns zahlreiche Torschancen rausgespielt und gut, letztendlich ist dann einer unserer etwas schlechteren Angriffe reingegangen. Das war dann schon eben ein krüppeliges Tor, sage ich jetzt mal. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich stolz, freuen uns, dass wir zum zweiten Mal am Tivoli gewinnen konnten. Außerdem ist es für uns nur um 4 Spiele nacheinander gewonnen zu haben. Lange kann der SC Wiedenbrück nicht feiern. Am Dienstag empfangen sie bereits die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Das Selbstvertrauen ist nach diesem Saisonstart auf jeden Fall vorhanden.